Meine Meldung dieser Woche soll eigentlich erst noch eine werden. Denn es geht mal wieder um das Thema CO2-Emissionen von Autos und leichten Nutzfahrzeugen. Und es geht diesmal nicht um den Diesel, sondern es geht diesmal darum, dass die EU gerade festlegt, wie zukünftig die Flotten von großen Herstellern eigentlich reguliert werden sollen. Also wann müssen die Strafen zahlen, weil zu viel CO2-Emissionen produziert werden. Und da geht es darum, einen technologieneutralen Ansatz zu finden und nicht nur die Autos mit Akkus und die Elektroautos in den Blick zu nehmen, bei denen man sagen kann, ja, also Batteriestrom ist ja schön und wenn dann anschließend dabei Strom benutzt wird, ist es ja auch ganz toll. Nur wenn dieser Strom aus Kohleverstromung kommt, dann ist das ja nichts anderes, als dass der Auspuff irgendwo woanders steht. Es muss ja darum gehen, dass wir emissionsfrei Strom produzieren und das auch berücksichtigen. Und dementsprechend darf man nicht nur gucken, was zwischen dem Tank und dem Rad entsteht. Diese Tank-to-Wheel-Philosophie, die da ganz oft angewendet wird, ist wichtig, sondern es ist zu gucken, wo kommt eigentlich der Strom her und was ist die Energieart der Zukunft, die dabei berücksichtigt wird. Wir wollen deshalb mit einem Antrag im Bundesrat die Bundesregierung dazu bringen, in Europa, in Brüssel auch dafür zu sorgen, dass gerade die Berücksichtigung von grünem Strom, zum Beispiel für die Produktion von Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen, dass die von den Autoherstellern berücksichtigt werden dürfen und dass das zu ihrer CO2-Minderung ebenso beiträgt, sodass man eben nicht nur vom Tank aufs Rad, sondern mal von Anfang der Energieerzeugung bis zum Schluss denkt und dabei komplett emissionsfrei denkt. Und wir hoffen jetzt, dass sich andere Bundesländer anschließen, mit diesem technologieneutralen Ansatz unterwegs zu sein, damit wir den grünen Strom, den wir aus Windenergie in Schleswig-Holstein produzieren, zukünftig eben noch verstärkt auch dafür nutzen können, dass er im Verkehrsbereich für Automobile eingesetzt wird. Ich glaube, das kann einen Schub geben für die Hersteller, nicht nur in Batterietechnologie zu denken, sondern auch in Verbrennungsmotoren, die dann allerdings völlig emissionsfrei synthetische Kraftstoffe verbrennen oder eine Brennstoffzelle für Wasserstoff einsetzen. Das wäre ein Ansatz, der die Umwelt nach vorne bringt und vor allem auch wirtschaftspolitisch, industriepolitisch für Deutschland und für uns hier oben in Schleswig-Holstein richtig was bringen könnte.